So Leute, ich habe mich ein bisschen mit dem Building jetzt beschäftigt. Und ich glaube, es ist, also ich bin mir sehr sicher, dass es sehr broken ist. Das wusste ich aber vorher, aber ich habe nicht gewusst, wie broken es ist. Ihr seht hier einen Tower, dessen Sachen komplett fliegen. Um dieses Turret zu zerstören, kannst du hier nicht irgendwas kaputt machen. Und du musst entweder dieses Ceiling kaputt machen, den Foundation Support wegnehmen bis hier hin ungefähr, also die Hälfte des Foundation Supports wegnehmen, damit hier die ersten Turrets fallen, oder jeden einzelnen Pillar bzw. Door Frame wegmachen. Und das ist schon unfassbar gottlos. Das funktioniert aufgrund einer einfachen Mechanik, die ich aus irgendeinem, also ich verstehe nicht ganz warum, also wie sie auf die Idee kamen, dass es das eine gute Idee sein könnte. Also die Grundmechanik ist ganz easy. Ich zeige euch mal, ihr braucht im Endeffekt, bevor ich anfange, es ist kein Bill, es ist nichts Billiges. Also es ist, ihr braucht auf jeden Fall Tech dafür und das liegt nicht am Jenny. Es ist nichts Billiges, aber ich finde, möchte es trotzdem zeigen, weil es unfassbar broken ist in meiner Opinion. Und zwar habt ihr einfach Foundations. Der Tower, der da jetzt steht, der ist tatsächlich 15 mal 15 mal 15. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal in kleiner, damit ihr versteht, wie ich das meine, ohne dass ich jetzt dieses ganze Ding nochmal bauen muss. Ich baue die jetzt einfach mal so. So in der Größe ungefähr. Umso gerader, umso besser ist es natürlich. Aber es tut seinen Zweck jetzt fürs Erklären. Also ihr habt eure Grundfläche. Und da habt ihr jetzt im Endeffekt einen Cage drum. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre das hier eine Ecke von diesem, von dem Tower da vorne. So, das hier ist jetzt im Endeffekt die Ecke von diesem Tower. Jetzt könnt ihr diese großen Tech Behemoth Cellar Doors nehmen und die einfach hier ranplacen. So, der Punkt daran ist, die Dinger haben eine Snapbox. Also ihr könnt da Sachen ransnappen. Dementsprechend kann ich auch so weitermachen einfach. Und jetzt kommt das Abgefuckte. Wenn ich jetzt einfach hier hingehe und das Ding hier auf Never Close mache, und das bei den äußeren mach, allen äußeren, außer bei dem in der Mitte. Ihr müsst euch vorstellen, bei dem Tower ist es dann quasi einer in der Mitte und dann einmal drumherum. Alle unsichtbar, außer Mitte. Dann nehmt ihr jetzt einfach als Beispiel diese Teile hier. Müsst ihr daran. Ihr versteht den Punkt. So. Und sobald ihr das habt, geht ihr einfach zu diesem Ding, wenn ihr da alles dran habt. Und macht das Ding auch unsichtbar. Dann habt ihr hier Floating Teile. Die halt aber hier ranhängen. Sprich, wenn ihr das komplett umrahmt und hier, ich zeige euch das mal ganz kurz, und das hier so macht, dann snappen die alle aneinander. Sprich, man müsste den kompletten Rahmen droppen, um diesen einen Layer hier unten zu droppen. Das stackt ihr dann einfach aufeinander. Hier ist es genau das gleiche. Also auf jeder Ebene ist es genau so. Bei dem Gen ist es relativ ähnlich. Da muss ich nur selber kurz schauen, wo ich das hier gesnappt habe, weil das ist im Endeffekt ein großes. Also acht große außenrum. Und dann hier dieses kleine, genau. Das Large Cellador. Und dann snappt ihr euren Block in die Mitte. Fertig ist. Wenn ihr einen Block in der Mitte habt, dann macht ihr da so coole Wände hin, die so auf und zu klappen. Bläst da euren Jenny rein, fertig ist das. Nächster Punkt, das hier oben. Ich weiß nicht, ob das in Ark 1 schon ging. Ich habe jetzt noch nie so dran gedacht. Und zwar baut ihr einfach so ein, eins von diesen Triangle Roofs dahin. Weil an die könnt ihr Railings snappen. Sieht jetzt echt weird aus. Allerdings habe ich das vorhin getestet mit dem Stego. Sobald der Stego hier drauf landet, rutscht der komplett hier runter. Also der fällt einfach runter. Hier oben ganz normales Skynet, halt mit diesen, nicht mit den Headframes, weil die gibt es hier nicht, sondern mit den Beams, sprich den Pillern und dann einmal mit R rotieren. Einmal R zum Rotieren und dann die Dinger hier rüber gezogen und Bären fallen drauf. Das Layout hier ist jetzt nicht optimal. Ihr seht, ich habe hier außen noch ein paar Turrets geplaced, dass ich so grob ans Limit komme. Aber was das Ganze halt nochmal ein Stück stärker macht als einen normalen Skeleton Tower in my opinion, ist zum einen, ihr habt kein Headframes hier, sprich der normale Skelly Tower fällt sowieso flach. Und
Das Problem beim normalen Skelly, was heißt das Problem? Wenn ihr jetzt von der Seite kommt, dann schaut bei einem normalen Skelly die genau entgegengesetzte Seite, die wird nicht komplett auf euch schießen. Vielleicht ein paar vereinzelte Turrets, aber nicht komplett. Aber mit dem Bild hier schießt wirklich alles an Turrets, was da hängt, auf euch. Weil es ist nichts im Weg. Die Turrets haben ein viel größeres Field of View mit dem Bild. Wenn ihr komplett heim gehen wollt, falls ihr nämlich gar keinen Bock habt, dass Stegos oder, na, wie heißen die Jungs? Racer hier reinpushen. Ich habe erst dran gedacht, ob man das eventuell macht, indem man hier einfach nochmal wie so ein Skynet lang zieht. Jetzt haben wir allerdings nicht das Problem. Wenn ich das 1 hoch mache, dann kann der Racer einfach vom Boden aus da drauf steigen. Wenn ich das Ganze allerdings 2 hoch mache, dann kann der Stego einfach drunter durchlaufen. Sprich, ich habe keine optimale Lösung gefunden und habe ein Stück suchen müssen, bis ich jetzt schlussendlich zu dem gekommen bin, was mich am meisten überzeugt hat. Und zwar macht ihr das mit mit den Quarter Walls, beziehungsweise genauer mit den Railings. Wenn ihr die Quarter Walls habt, habt ihr Railings. Und die snappen, lustigerweise. Dafür würde ich euch übrigens empfehlen, das nicht so zu bauen, sondern tatsächlich das auf zwei Pillar, die unteren zwei Ebenen auf zwei Pillar hochzugehen, dass ihr da überall Pillar habt, weil Railings könnt ihr an Pillar snappen und zwar überall. Snap Point 1, Snap Point 2, dann habt ihr hier Snap Point 3. Und dieser Snap Point am zweiten Pillar ganz unten, dieser Snap Point ist genau auf der richtigen Höhe, dass Stegos nicht drunter durch können und Racer nicht draufsteigen können. Und die könnt ihr dann einfach hier so lang ziehen und euch hier quasi nochmal so eine Art Skynet aus Railings bauen, damit hier einfach nichts durchlaufen kann so schnell. So why the fuck hasn't anybody heard of it? Sad to reflect on the lack of respect that I have for the things that I have, I'm a wreck. It ain't gonna change for a bag or a check. The hole in my soul keeps racking up debt. But it's too late for me, I should've learned earlier. Mom's got a barrier, son, she's such a worrier. Send a message to my fans, direct courier. Tune in live for suicide, I'm a murderer. So, jetzt sind die ersten Faunis weg. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Foundations weg. Ist irgendwas an Turrets gedroppt bis jetzt? Wir haben von diesem mittleren Kreis hier genau ein Turret verloren. Wir verlieren bald das zweite, aber wir haben bis jetzt ein Turret verloren. Ich glaube, in der aktuellen Meta ist so ein Bild mit Abstand das Beste. Momentan. Wenn ich da falsch liege und ihr da andere Ideen habt, dann könnt ihr es gerne in die Kommis schreiben. Dann ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber ja, we will see. Dann danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt was gelernt. See ya.